Ja, hallo und herzlich willkommen zum dritten Rennen unserer DTM-Liga auf dem schönen Red Bull Ring heute. Ja, und da fahren auch schon die ersten aus. Ja, mit dabei habe ich heute den Robin. Moin. Und wir werden auch zukünftigerweise das neue Kommentatoren-Duo sein, weil live zurückgetreten ist. Ja, aus zeitlichen Gründen, hat er gesagt. Und ja, wir sind hier am Start mit einem neuen DTM-Mod auch, mit den Original 2013er Modellen endlich. Ja. Ich hoffe, euch gefällt es trotzdem, dass jetzt ein neuer Kommentator da ist. Ja, wenn sie was dagegen haben, sollen sie sich beschweren unter den Kommentaren. Und was Nico ihnen nicht Guevara passt. ist. Ja, Nico Ja. Guevara jetzt momentan gleich der Erste, der auf eine Zeit gehen wird. Dann werden wir mal sehen, wie weit es für ihn reicht heute. Wer heute die ersten vier sein werden, die ins Shootout kommen. Wird interessant auf jeden Fall. Ja. Weil es sind schon wieder viele Fahrer nicht dabei, darunter auch der Topfahrer Max Riedmüller, der eigentlich Der immer mit Pole vorne Sitter. dabei war. Ja, Und vielleicht wird ja. es diesmal was für Kerni, ne? Die Poles holen. Ja. Da sind wir gespannt drauf. Der Rivera geht jetzt auch mit Zeit, wie der Pascal Schwetz. Ja. Und dahinter kommen gleich Chuck Kearney und Henry Hermsen auch jetzt auf eine Zeit. Direkt hintereinander fahren die. Und Ich warte danach. erstmal auf Rivera, also ich werde erstmal Rivera gucken, was der für eine Zeit Ja, fährt. ich bin auch auf Nico Rivera, aber ich sehe es halt gerade in meinem Monitor. Wer alles gerade auf eine Runde fährt, dann gleich. André Bahnsen hat sich gerade weggedreht. Ne, sah nur so aus. Der ist gerade ein bisschen arg langsam gefahren, deswegen. Der ist jetzt aber auch neu dabei, ne? Soweit ich weiß. Ja, genau. Da können wir ja gleich zu den neuen Fahrern gehen. Also, wir haben ein paar neue Fahrer, wie zum Beispiel der Jörn von Wendt. Der ist jetzt 10 Minuten vor Qualifikationsbeginn noch in die Liga mit reingerutscht, irgendwie. Habe ich noch nicht so ganz mitbekommen. Ja, dann haben wir auf jeden Fall noch den André Bahnsen dabei. Der ist auch neu. Und den Dennis Schneider haben wir jetzt auch dabei. Ja, und das war's eigentlich. Pascal Schwetz ist der neu. Ne, ich glaube, der war schon mal dabei. Der Wäre Rivera war 1,219. neun, Pascal das Schwetz ein 1,221. So, dann gucke jetzt ich mal kommen. auf Chuck Kearney und Henry Hermsen. Ja, da kommt Henry Ah, Hermsen. und Kearney kommt weit. Ja, gut, das war die Ja, gute das Runde. war's für die Zeit. Und Henry Und Ke Hermsen. Kearney und Kenny noch auf Hermsen. zwei. Kearney, ah ja, Hermsen jetzt auf 1, Kearney auf 2. Aber Na, der fährt noch. 1,21,0. Ja, Henry hat's verkackt jetzt gerade. Ja. So, wer fährt denn dann noch auf eine Runde? Der Jörn Da von sind Wendt ist jetzt auf eine Runde. Mal gucken, was der. 8,5 Minuten Zeit noch. Ja, mal gucken, was der so auf die Reihe kriegt. Denn. Gucken wir mal den Bogen. Markus Fritschl. Okay. Hier auf einer Zeit. André Barnston André Barnes ist jetzt mit jetzt 1,23,277. noch weit weg von der Polezeit. Ja. Vielleicht besser genau. Aber André. Lukas Bingenheimer mit einer 1,29,0. Da war auf jeden Fall ein Fehler drin. Ja, kann ja noch mal eben kurz gucken. Ja, der hat sich da in der letzten Kurve an der Wand geschlagen. Ah, okay. Ja, meine Unnötig. Lieblingskurve. Auch in der GP2 schon gewesen. Ja. Das weiß ich auch noch da. Da ist ja ein bisschen kleine Emotion da von dir. Ja, gab es ein paar Aufschreie, aber nur ganz kleine. So, der Jörn von Wendt stellt sich gar nicht mal schlecht ein. Kearney haut sich da in der ersten Kurve voll in die Wand. Irgendwie Ja, nochmal. und Jörn von Wendt fünfter mit einem 1,22,2. Also, der Neuling ist hier gut mit dabei mit dem fünften Platz, doch, muss man sagen. Ja.
Vielleicht wird das ja noch was, vielleicht kann er da noch viele Punkte holen oder Ja. so. Ich meine, verbessern kann man sich immer. Ja, aber er ist gerade zwei Zehntel im ersten Sektor langsam wie Henry Hermsen. Und dieser Ja. Geschwindigkeitsunterschied ist auch leicht. 20 km/h Geschwindigkeitsunterschied. Naja. Gucken wir mal auf die Nummer 7, Lukas Bingheimer, was der jetzt macht. Ach, er fährt in die Box, okay. Sehr interessant. Ja. Dann Markus Fritsche. Der ist eine Sekunde hinten, fährt auch in die Box. Okay. Die dürfen ja nicht einfach so abstellen. So, Andri Weiß Bahnsen man ja. fährt gerade noch. Und ist im ersten Sektor gleich mal eine 1,1 Sekunden langsamer. Und der Wind 18. dahinter, aber auch Verbesserungen führen sich selber. Den kann er sich verbessern, vielleicht ja auf Platz 4 vor Schwetz. Es hört sich auch so an, als ob der Andri Bahnsen mit einem Standard-Setup fährt. Ich gehe mal in die Onboard. Oh, und da dreht sich Wendt. Da. Der hat sich da gefährlich hingestellt eben. Da wäre fast der. Ich glaube der Fritsche, ja der Fritsche, wäre da fast reingefahren, der ist gerade aus der Box gekommen und dann sieht er vor sich nur noch Nein, so okay, ein der Andre Bahnsen hat doch ein BMW. Setup. Gut. Hat sich nur so angehört. Und er fährt doch noch sehr vorsichtig, muss man sagen. Waren es dann noch auf 6? Bleibt auf der 6. Denn Schneider hat auch noch keine Runde gefahren. Ah, er ist gerade auf einer Runde, okay. Ja, da kann ich ja mal eben, kann ich ja mal eben draufbleiben. Ja, der ist Warten. 4 Zehntel, aber schon hinter Henry Hermsen. Könnte trotzdem für Position 4 reichen, wenn er das hält. Jetzt die Frage. Ja, momentan sieht es na wirklich so gut aus. Also Pool Gut, schafft er was man jetzt nicht. dazu sagen muss, Dennis Schneider gehört ja eigentlich auch einen zu den schnelleren. Zum Beispiel wie Nico Rivera, Henry und Kearney da vorne eigentlich. Ja, Schneider jetzt auf 4. 6 Zehntel hinter der Bestzeit. Wie man auch in der GP2-Liga halt sieht. Und ja, ich schätze mal, da vorne wird es einen guten Viererkampf geben mit Nico Rivera, Kearney, Henry und Schneider. Er Ja. momentan nur auf 3. Ja. Die Frage ist jetzt natürlich, kann er sich die Pole holen oder bleibt er wie in den letzten Rennen der ewige Zweite im Qualifying? Ja, er ist 76.000stel hinter Nico Rivera. Ich glaube, den zweiten Platz will er sich, glaube ich, noch holen. Ich meine, im Shootout könnte er sich ja dann noch die Pole holen. Erstmal ist es wichtig, dass er unter den Top 4 kommt. Was sind denn so deine Favoriten, die jetzt ins Shootout kommen? Also meine Favoriten sind ganz klar Kearney, Henry, Rivera und Schneider. Wobei der Pascal Schwetz, also in den Tests, als ich mit denen getestet habe, waren Schwetz, Schneider und ich schon auf eigentlich relativ gleich schnell, wobei der Schwetz ein paar Runden rausgehauen hat. Da hat man sich auch nur gedacht, boah, das ist okay. Weil da war er auch ab und zu schon schneller wie Schneider. Das heißt, zwischen denen, die könnten sich den vierten Platz gerade, ja. Kämpfen Drum und kämpfen, der genau. Schwätz momentan noch auf 5. Also ich glaube, also Kenny auf 2 jetzt. Ja, Kenny auf zwei. Also ich glaube Hermsen, Kenny und Rivera sind auf jeden Fall im Shootout, so glaube ich das. Und ja, das ist halt schwer zu sagen bei Schwätz und Schneider, weil ich weiß auch, was Schwätz drauf hat, aber ich weiß halt auch, was Schneider drauf hat. Es ist halt schwer zu sagen. Also da glaube ich auch, das wird da ein kleiner Kampf werden. Ja, kann sein. Warten wir mal ab. Was jetzt noch die letzten 5,5 Minuten passiert so? Oh, bin ja auch in der ersten Kurve erstmal in die Wand. Also die nehmen die alle zu früh. Ich mal, was noch so hier ist. Der Markus Fritsche ist unterwegs. Momentan
einer Verbesserung für sich selber, aber nicht auf Pole 2. Momentan 7 Zehntel hinter der Bestzeit. So, Henry Hermsen fährt gerade raus. Okay. Der kommt gleich über die Linie. Chuck Kearney kommt gleich wieder über die Linie. Ist schon drüber. 4 Zehntel langsamer noch mit. Ja gut, insgesamt 1 Zehntel langsamer wie Henry Hermsen noch. Ritsch ist nah mit den Zeiten an Bingenheimer dran. Da fehlen nur 32 Hundertstel. Also Kenny hat jetzt schon mal seinen zweiten Platz momentan. Nö. So ist ja im Shootout kommt es ja dann noch drauf an. Ja klar, aber jetzt in der allgemeinen Qualifying Session hat er ja momentan. Ja. Ah, Dennis Schneider ist jetzt auch schon Dritter auf die 3 vor. Mit einer 1-21-1, okay. Dann ist Rivera auf dem Wackelplatz. Aber Schwetz ist momentan an der Box. Mit 7 Punkten hinter der Bestzeit. André Barnston kommt gleich nochmal über die Linie. Ah, okay, der kommt in eine schnelle Runde. Kearney holt sich die Pole für die Qualifying Session gerade. Ja, mit 9000. Das ist knapp. Ah, und Kearney stellt ab. Einfach so? Jetzt darf er nicht mehr rausfahren. Ja. Das sag ich mal eben. Schreibe ich ihn. Oder ich gucke erstmal, wenn er rausfährt, sage ich ihm das. Da will ich drauf achten jetzt. Ja, nee, eigentlich wissen ja die Fahrer, wenn sie abstellen, dass sie nicht mehr rausfahren dürfen. Ja, ich weiß, aber da gab es ja im Brands Hatch auch ein paar Sachen so da, wo ich da auch als Kommentator war, dass da welche einfach abgestellt haben und einfach wieder rausgefahren sind. Deswegen, da achte ich jetzt lieber mehr drauf. So, warum bleibe ich jetzt eigentlich noch auf Kearney drauf, wenn er eh nicht fährt? Entschuldigung. Wir haben sie momentan auf keiner Verbesserung. So, Nico Rivera wird da jetzt aufgehalten, wobei der noch in keiner schnellen Runde ist. Pascal Schwetz fährt da ein Stück langsamer. Also, vielleicht fühlt sich Kearney ja momentan noch, oder fühlt sich sicher mit der Zeit, das weiß man ja nicht. Ja, also sicher ist er jetzt auf jeden Fall im Shutout. Ja, das ist auf jeden Fall. Hermsen und Schneider sind auch sicher drin. Jetzt kommt es halt darauf an, ob Pascal Schwetz sich wirklich noch so verbessern kann, dass er Nico Rivera holt. Es wären dann aber halt 4 Zehntel, was er da noch schneller fahren müsste. Halbe Sekunde fast. Ja. Oh, und Jörn von Wendt kriegt die Boxengasse nicht. Das kann ich mir mal eben angucken. Ja, die Boxengasse ist auf jeden Fall keine leichte Sache. Also da, wenn man sich da leicht vertut, dann ist es so. Oh, der ist da reingerutscht. Ach so. Der ist zu weit rausgefahren, ist gerutscht und hat dann gebremst und dann haben die Reifen blockiert. Und dann voll rein. Also der hatte, glaube ich, nicht den Plan, in die Box zu fahren. So, Kearney hatte auf der Geraden auf jeden Fall Windschatten, weil der hatte 311 km/h auf der Geraden. Im Gegensatz zu Pascal Schwetz, der hatte nur 268,5 km/h. Das ist ein deutlicher Unterschied schon. Vielleicht hat ein Mercedes-Kollege da mal ein bisschen ausgeholfen. Ich meine, verboten ist es ja nicht. Nö. Das kann man ja machen. Ich meine, das ist dann taktischer. Vielleicht war es auch gerade die Runde, wo Henry Hermsen aus der Box kam. Kann auch sein. Ja. Kenny jetzt nur noch auf 2. Henry Hermsen mit einem 1,20,7. Das ist natürlich schon. Oh, Pascal Schwitz kommt jetzt weit. Jetzt kommt es drauf an.
Holt es sich Nico oder holt es sich ihn nicht? Ich glaube, es reicht Ja. nicht. Nein, es reicht nicht. Okay. So, wer Kann kommt sich denn jetzt Haas noch über noch die retten? Riege? Markus Fritsche, der fährt in die Box. Der startet von Platz 7. Wer kommt denn als nächstes? André Bahnsen fährt noch gerade. Okay. Mal gucken. Henry Ja, Herms der. muss auch noch auf eine Runde. Dennis Schneider noch. Lukas Bingheimer. Lukas Bingheimer darf, glaube ich, aber nicht fertig fahren, oder? Doch, der fährt noch. Der darf noch. Ja, und kommt ziemlich weit. Dann auf André Bahnsen jetzt erstmal wieder. Der Der. fährt in die Box. Okay. Ja, sehe ich auch gerade. So, jetzt kann. Henry Hermsen fährt auch in die Box. Ja, dann Dennis Schneider. Kann Lukas sich noch mal verbessern, ist die Frage. Dennis Schneider fährt auch in die Ach, Box. Lukas ist gar nicht mehr auf einer Zeit, der ist zu spät durchgefahren, wenn ich das jetzt hier richtig Nee, sehe. Lukas Bingheimer fährt noch auf eine Zeit, aber der hat abgebrochen. Bei mir Der wurde fährt hier langsam. gar keine Zeit angezeigt. Pascal Schwitz dürfte aber auf keiner Zeit mehr sein, oder? Ja, doch, Pascal Schwitz ist auch noch auf einer Zeit, aber der fährt auch langsam, fährt jetzt auch in die Box. So, damit ist nur noch Nico Rivera jetzt auf der Strecke mit einer Zeit. Aber der Aber ist der fährt jetzt auch eher ein. langsam. Ja, So, aber der damit ist sind auch sicher. Henry Hermsen, Chuck Kearney, Dennis Schneider und Nico Rivera im Shootout drin. Ja, und Nico Rivera, ja. Dreht sich da nochmal fast weg. So, wo ist jetzt die Kamerasicht? Aber der freut sich, glaube ich, über den vierten Platz, dass er es noch ins Ja. Shootout geschafft hat. Also, Kenny und Schneider Ja, die sind. haben 3 Zehntel, fast drei Ja, fast drei Zehntel. Zehntel. 0,283 sind 15.000stel Unterschied haben die. Ja, die sind nah dran, aber weit weg von Hermsen. Also, wenn Hermsen die Zeit nochmal schafft, ist er, glaube ich, sicher. Dann ist er auf jeden Fall sicher. Oh, jetzt kommen wir gleich zum Shootout. Ich schreibe Ja. dann gleich. Rivera muss ja als erstes raus. Der Rivera. So, ich hoffe, das reicht jetzt noch von der Aufnahme her, dürfte aber passen. Du So, jetzt schreibst ja springt der alles immer rein. Server. So, schreibe ich mal Rivera raus. Da fährt. So, wenn ich Oh, mich da wollte recht gerade schon erinnere. einer rausfahren. So, die Rivera fährt jetzt raus. Ah, Mal Nico sehen, kann er Rivera sich. fährt. Halt, Nico Rivera ist auf der 4. So, dann nehme ich mal ein bisschen Onboard auf. So, wenn er auf seiner gezeiteten Runde ist in der ersten Kurve, dann darf ich den nächsten rausschicken. So war das doch, oder? War ich mir jetzt nicht sicher. Ja, wenn er auf der gezeiteten Runde ist und in Ja. der S-Kurve schon vorbeigefahren ist. Durch die Okay, erste dann. Kurve durch ist. Also ich schreibe das schon mal. Jetzt ist die Frage, darf auch vor dem Rennen noch. Kearney oder Hermsen, also ich schätze, zwischen den zwei wird es wieder knapp. Ja, wobei, also ich glaube, dass Hermsen das macht. Er hat im Qualifying eine stärkere Leistung gezeigt. Die Frage ist, ob er es auf eine Runde bringen da kann. Er darf sich natürlich nicht wegdrehen, weil dann ist alles versaut. Ja, Nico macht sich hier schön seine Reifen warm. Ja, das ist jetzt auch wichtig, vor allen Dingen in dieser einen Runde. Da muss man versuchen, alles zu bringen. So, und hiermit geht's aufs Startziel und ja. Viel Glück, Nico. Wünsche ich ihm jetzt einfach mal. Ja, wünsche ich So. ihm auch. So, und jetzt darf der nächste raus. Ja, auch mal drauf. Ich bleib mal bei Ja, Nico. jetzt. Ja, ich auch.
Natürlich ist es auch die Strecke, meiner Meinung nach ist die auch sehr tückisch in den Kurven. Also da einmal zu schnell beschleunigen, dann drehst du Ja, schon. aber mit den DTM-Autos kannst du die eigentlich relativ schön fahren, die Strecke. Das war nur mit den GP2-Autos dieses Problem. Ach so. Ja gut, den DTM-Mod habe ich jetzt nicht gefahren. Das wollte ich eigentlich machen, aber war keine Zeit. Ja. Weil mit dem DTM-Auto kannst du ja über die Curbs fahren, raus beschleunigen, das machst. Wenn du ein gutes Setup hast, kommt dein Heck so gut wie gar nicht. Also kommt eigentlich schon vor, als hätte es Traktionskontrolle drin. Die Autos liegen hier Bomben auf der Straße. So, und Nico Rivera fährt jetzt gleich über Startziel und mal gucken, was er fährt. Ein 1:21:5, ja, das ist nicht schlecht. Das reicht, also das ist eine recht gute Zeit. Ich meine, jetzt nicht die beste, aber auf einer Runde ist es halt auch sehr, Ja. sehr schwer. So, Dennis Schneider macht auch nochmal seine Reifen richtig warm. Bleibt sogar jetzt noch stehen. Ja, er hat das Auto vom momentan WM-Führenden in der DTM, von dem Rockenfeller. Werden wir jetzt mal sehen. Kann er die 1:21:5 unterbieten? Muss ich jetzt nochmal schreiben. Der nächste ist dann Kearney. So, mal schauen, was Dennis jetzt im ersten Sektor fährt. Oh, ist 38.000 so langsam wie Nico Rivera. Frage ist, kann er das jetzt noch im nächsten Sektor einholen? Ich meine, das ist nicht viel, das kann man in einem Sektor einholen, wenn man dann wirklich richtig gut erwischt. Kann man aber auch in einer Kurve halt weghauen, das ist es. Ja. Hier ist jetzt alles möglich in dem Shootout. Oder Dennis sogar einen zweiten Gang runtergeschalten. Ich persönlich würde ihn im dritten fahren. Ja, fahren wir auch eigentlich. Aber okay, Dann hat wohl die Kurven nicht richtig gekriegt. Ah, okay, hat doch nicht so viel Zeit gekostet, hat nur 81.000stel Unterschied. jedem das seine. Ja, Jetzt aber die müssen die letzte Kurve zwei. hat er gut gekriegt. Ich glaube, da holt er den Nico noch mal. Das ist die Und Frage und oh, ja. 23.000stel, das ist. Das ist wirklich knapp gewesen. Pech für Rivera, Glück für Schneider. Ja. So, dann schalten wir mal auf Kearney. Die Nummer 9 Mal gerade. sehen, wird er der ewige Zweite? Nicht Kearney. Ach, Kearney fährt bei mir gar nicht. Nee, 9 ist jetzt André Barnsten. Okay. Ja. Da spinnt mein Plugin. Kearney ist Vierter. Vierter. So, Bei jetzt. mir wird er nämlich auf 9 angezeigt. Entschuldigung. So, Hermsen kann jetzt raus. So. Und der gute Kearney wird nämlich bei mir auf 9 angezeigt, immer auf meinem R-Faktor-Monitor, deswegen. Ja, der ist jetzt schon 22, Hundertstel, Tausendstel, weiß ich gerade gar nicht genau. Ein bisschen Radprobleme. Auf jeden Fall ist er momentan schneller im ersten Sektor schon gewesen als Schneider. Und ich glaube, den zweiten Platz könnte er sich holen. Glaube ich schon. Die Frage Zweiter ist. Platz ist sicher, aber ob er die Pole kriegt, ja, da bin ich mir nicht so ganz sicher, weil Ich Henry hat meine, da vorhin schon vielleicht. eine Top-Zeit hingelegt. Oh, da kommt aber Kearney weit. Das war nicht so Ja. geplant. Vielleicht bringt ihn das ja sogar Glück mit dem zweiten Platz. So, er ist Hat man ja in den 13 letzten Litern Rennen schneller. gesehen. Man hat das ja in den letzten Rennen gesehen, da mit dem zweiten Platz. Da ist er dann Oh, auch das war eingesackt. aber ganz schön eng gerade. Also kann er sich da nicht weglauen. Und. Und ein Zehntel. Der hat noch mal ein Zehntel in der letzten Kurve liegen lassen. So, dann schalten wir jetzt mal auf den Hermsen, der noch seine Reifen warm macht. Ja. Er lässt sich da Zeit. Ja gut, 8 Minuten Weiß. hat er ja jetzt noch. Ja, und ich denke mal, er will versuchen, diese Zeit nochmal zu holen. Das ist das Einzige, was er jetzt passieren darf.
nicht passieren darf, ist, dass er sich dreht, wie bei jedem. Gucken wir jetzt mal den Hermsen. Ob er jetzt im ersten Sektor schon schneller ist oder ob er dann noch im zweiten noch was einholen muss davon. Und mal schauen. Ein Zehn, fast zwei, eineinhalb Zehnt langsamer. Nicht so gut aus. Aber okay, eineinhalb Zehntel kann man sich noch gut holen. Ja, auf jeden Fall. Aber momentan sieht's besser aus für Kermi. Die Frage ist, bringt ihm der erste Platz Glück? Und ob er so viel Glück bringt wie der zweite Platz? Ja, weil eigentlich ist der zweite Platz fast die bessere Seite. Zwar die schmutzigere, aber da kann man in der ersten Kurve innen reinstechen. Boah, Henry kommt da weit. Hermsen, der ist am Limit. Gern gesehen Konkurrenten, also da freue ich mich auch schon drauf auf das Rennen. Ja. Und da ist er doch tatsächlich 86.000stel schneller wie Kearney. Wird es jetzt wird es spannend. Die letzte Kurve, wenn er die richtig kriegt, dann hat er ihn. Und so. Es sieht danach aus. Es sieht wirklich danach aus. Oh, zwei Zehntel, fast drei Zehntel nochmal schneller wie Kearney. Also da echt Glückwunsch an Herrn. Boah. Und damit ist Kearney wieder der ewige Zweite. Und dann werden wir Hermsen vor dem Rennen dann eine Live-Schaltung zu haben. Ja, ich verabschiede mich hiermit jetzt aus dem Qualifying und Shutout. Wir sehen uns dann im Rennen wieder. Tschüss.